Das ist mal wirklich ein herber Schlag für Städtebauspieler. City Skylines 2 hat, wie zu befürchten war, mit großen Performance-Problemen zu kämpfen. Die Entwickler hatten ja sogar vor ein paar Tagen schon ganz offiziell angekündigt, dass sie ihre Optimierungsziele nicht erreichen werden, dass Skylines 2 selbst auf sehr starken Rechnern nicht sehr gut laufen wird. Erst recht nicht, wenn eure Städte so richtig groß werden und die Zahl der simulierten Einwohner in die Höhe schnellt. Und tatsächlich, selbst auf 5 verschiedenen High-End-Testsystemen mit RTX 4090 Grafikkarten und schnellsten Prozessoren sinken die FPS sogar in vergleichsweise niedriger Full-HD-Auflösung teils unter 20 Bilder pro Sekunde. Das starke Reduzieren der Detailstufe kann zwar etwas Abhilfe schaffen, dann leidet die Optik allerdings deutlich. Dieses Testvideo haben wir auf einem Core i7-13700KF mit GeForce RTX 4070 Ti und 32 GB RAM gedreht. Die Framerate-Anzeige blenden wir euch mehrfach ein. Das System liegt also trotzdem noch über den Maximalanforderungen, die Publisher Paradox erst vor kurzem noch erhöht hatte. Ein Spiel wie Skylines 2 braucht zwar keine sehr hohen FPS-Werte. Eine Verbesserung ist aber dennoch dringend nötig. Die schwache Performance war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Konsolenversion vor einigen Wochen auf das erste Quartal 2024 verschoben wurde. Warum die PC-Fassung jetzt aber nicht wenigstens ganz offiziell in den Early Access startet oder doch nochmal verschoben wird, bleibt echt ein Rätsel. Die Entwickler sagen dazu, dass sie trotz ganz offiziell nicht erreichten Performance-Ziel die Veröffentlichung jetzt für eine gute Idee halten, so ganz fair den Kunden gegenüber wirkt das aber nicht. Es ist zwar schön, dass wir jetzt schon vorher gesagt bekommen, dass das Spiel nicht rundlaufen wird, aber können wir das Spiel nicht einfach bekommen, wenn es rundläuft? Die ganze Situation ist jedenfalls ziemlich frustrierend. In unserem großen Test auf GameStar.de haben wir das Spiel deshalb aktuell noch deutlich abgewertet. Falls die Updates rund um den Release und in den Wochen und Monaten danach spürbare Besserung bringen sollten, werden wir den Testartikel natürlich updaten, behaltet also auch unsere Webseite im Auge. Eine Möglichkeit, euch selbst einen vergleichsweise kostengünstigen Eindruck von der Performance zu verschaffen, bietet der Zugang via Microsoft Game Pass, in dem das Spiel gleich zum Start enthalten ist. Zum Release am 24. Oktober werden wir euch außerdem ein Safe-Game mit einer 100.000 Einwohnerstadt zum Download zur Verfügung stellen. Die Performance sinkt natürlich mit wachsender Größe einer Stadt und falls ihr das Spiel bei Steam kauft, reichen die 2 Stunden Refund-Frist nicht aus, um selbst eine große Stadt auf eurem System zu bauen und die Performance zu testen. Mit unserem Speicherstand könnt ihr aber schnell ausprobieren, wie City Skylines 2 mit einer großen Stadt bei euch läuft. Den Download-Link zum Savegame sowie den Speicherort auf eurem PC findet ihr in unserer Videobeschreibung. Okay, so viel also zum heftigen Performance-Problem. Aber wie schneidet City Skylines 2 denn abgesehen davon im Test ab? Das grundsätzliche Spielprinzip ist ja dasselbe wie schon beim Ur-SimCity von 1989. Wir verlegen Straßen, weisen grüne, blaue und gelbe Zonen für Wohngebäude, Gewerbe und Industrie zu. Wir kümmern uns um die Versorgung mit Strom, Wasser, Schulen, Krankenhäusern und so weiter. Unsere Stadt wächst, wir können Sachen wie Steuern klären und unsere Aufgaben werden immer mehr. Dabei lässt euch Skylines 2 sehr viel Freiheit, wie ihr eure Stadt aufbaut und auf die Bedürfnisse der Bewohner eingeht. Wer zum Beispiel von Anno 1800 schnurgerade Straßen mit rechtwinkligen Kreuzungen und Wohnblocks dazwischen gewohnt ist, kann das hier genauso handhaben, verzichtet dann aber auf schicke organische Städte mit Kurven, Steigungen, Straßen mit Straßenbahnspur, mit Hauptverkehrsadern, ruhigen Nebenstraßen und endlich Kreisverkehren. Yay! Allein schon die vielen Straßentypen vom Schotterweg bis zum gordischen Autobahnknoten sind ein Eldorado für Verkehrsoptimierer. Und noch eine gute Nachricht, Skylines 2 simuliert das Leben eurer Bewohner korrekt. Denn im Gegensatz zum 2013er SimCity von Electronic Arts gehen eure Stadtmenschen nicht irgendwo arbeiten und schlafen, wo halt gerade Platz ist, sondern folgen einem realistischen Tagesablauf. Sie laufen oder fahren zum Arbeitsplatz, in die Schule, zum Shoppen und nach Hause. Bei Staus oder Parkplatzmangel steigen sie auf Taxis, Busse oder Bahnen um, also auf S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn oder Eisenbahn. Allerdings gibt es auch mal Ungereimtheiten, wenn wir die Infofenster einzelner Bewohner aufrufen. Dann gibt es zum Beispiel Schüler, die laut Infotext im Kohlekraftwerk arbeiten. Da scheinen allerdings die Texte nicht ganz zu passen, denn der Ablauf selber, der stimmt. Wie so viele Elemente im Spiel steuern wir die Bewohner allerdings nicht direkt. Wir stellen ihnen grundsätzlich auch keine konkreten Wohngebäude, Geschäfte oder Fabriken hin, bis auf ein paar Ausnahmen, dazu kommen wir gleich noch. Stattdessen dirigieren wir unsere Einwohner indirekt, wie im echten Leben. Zum Beispiel bei der Bildung.
Wenn wir von der Grundschule bis zur technischen oder medizinischen Universität genug Schulen bauen, besuchen unsere Bewohner selbstständig Unterricht und Vorlesungen, bekommen bessere Abschlüsse und dadurch besser bezahlte Jobs, können sich höhere Mieten leisten und ziehen aus billigen Wohnblock-Apartments in schmucke Einfamilienhäuser. Viele Gebäude wie Schulen, Feuerwachen, Kraftwerke oder Mülldeponien lassen sich jetzt platzsparend mit Modulen erweitern. So bekommt ihr zum Beispiel mehr Kinder in die Schule, mehr Feuerwehrautos in die Wache und mehr Müllwagen auf die Piste. Manche Erweiterungen brauchen gar keinen Platz. Dieses praktische Modulsystem erspart euch zumindest anfangs das Doppelt- und Dreifachbauen der wichtigsten Gebäude. Das lässt sich bei Einwohnerzahlen jenseits der 100.000 aber nicht mehr vermeiden. Da müsst ihr auch mal Straßen voller Grundschulen bauen, um ein Stadtzentrum voller Hochhäuser abzudecken. Es gibt halt relativ wenig Wolkenkratzer-Grundschulen. Wie im Vorgänger sind die meisten Zusammenhänge aber logisch nachvollziehbar. Benachbarte Industrien nerven die Mieter nebenan mit Lärm und Gestank, zu weit abgelegene Geschäfte gehen pleite, weil die Kundschaft ausbleibt, während genau diese Kundschaft im Gegenzug über mangelnde Shoppingmöglichkeiten in ihrer Wohngegend meckert. Aber genau dieses Optimieren macht ja auch viel Spaß. Auch der Verkehrsfluss ist überwiegend nachvollziehbar. Staus zum Beispiel haben immer eine nachvollziehbare Ursache und lassen sich mit einer schönen Palette an Maßnahmen beheben, angefangen mit kleinen Eingriffen wie Verkehrszeichen und Ampeln über Kreisverkehre bis hin zu Parallel- oder Umgebungsstraßen und öffentliche Nahverkehrsangebote. Das ist wie im echten Leben immer eine Gratwanderung zwischen Aufwand und Wirkung. Wer den täglichen Stau auf 100 Metern Nebenstraße mit einer kompletten U-Bahn vermeiden will, nur zu könnt ihr machen, vermeidet Lärm und Auspuffwolken, aber kostet halt eine Menge Geld. Wie bei den Einwohnern simuliert das Spiel den Verkehr grundsätzlich gut, aber auch nicht fehlerfrei. Fahrzeuge wechseln zum Beispiel erst im letzten Moment die Spur, Rettungsfahrzeuge fahren zwar mit Blaulicht, halten sich aber brav an den Verkehrsfluss und warten vor roten Ampeln. Beim Einparken schieben sich Autos quer in die offenen Lücken. Aber allein schon die Tatsache, dass jetzt Autoreihen sichtbar vor Wohnblöcken parken und Fahrer Lücken suchen müssen, ist eine schöne Erweiterung der Simulation, zumal wir auch wieder Parkhäuser bauen und Parkgebühren festlegen können. Trotz der umfangreichen Palette an Straßentypen, Kurvenarten und Anflanschfunktionen ist der Straßenbau übersichtlich. Selbst komplexere Konstruktionen bekommen wir mit etwas Übung gut hin und für Autobahnauffahrten gibt es netterweise viele fertige Vorlagen zum Aussuchen und optionalen Umbauen. Auch Brücken, Tunnel und U-Bahn-Strecken lassen sich dank der durchdachten Funktionen gut verlegen. Dazu kommen jede Menge hilfreicher Baufunktionen. Wenn ihr Straßen jetzt neu anlegt, werden die unterirdischen Leitungen für Strom, Wasser und Abwasser gleich mitverlegt. Straßen lassen sich auch direkt durch andere Varianten ersetzen, statt erst die aktuelle umständlich abzureißen. Ihr könnt sogar die meisten Kreuzungen mit einem Klick in einen Kreisverkehr verwandeln. Die Dinger gibt es übrigens in 4 Größen. Bei all den pfiffigen Baufunktionen kapieren wir allerdings nicht, warum Skylines 2 keine Undo-Funktion hat. Ihr könnt also eine Aktion nicht wieder direkt zurücknehmen. Wenn wir wortwörtlich Mist bauen, müssen wir einen Spielstand hernehmen oder die Fehlkonstruktion wieder umständlich demontieren. Auch einige in anderen Aufbauspielen längst bewährte Komfortfunktionen fehlen hier. Etwa eine Pipette, mit der sich Objekte kopieren lassen, statt sie jedes Mal neu im Menü wählen zu müssen. Immerhin dürfen wir Bauwerke aber nachträglich kostenpflichtig verschieben, das kostet eine Menge Credits. Noch schöner für Einsteiger wäre deswegen gewesen, ein optionales Gratis-Verschieben wie in Anno 1800 zu ermöglichen. Das Wirtschaftssystem funktioniert ebenfalls grundlegend so wie im Vorgänger, also ziemlich indirekt. Ihr könnt zwar 8 verschiedene Spezialbetriebe bauen, die zum Beispiel Getreide oder Gemüse anpflanzen, Holz gewinnen oder auf entsprechenden Vorkommen Kohle, Erz und Öl abbauen. Auch die Wirtschaftsfläche lässt sich noch festlegen, indem ihr zum Beispiel dem Kohleabbaubetrieb eine Fläche zuweist, die genau das Bodenvorkommen abdeckt. Doch wie die Rohstoffe dann weiterverarbeitet werden, liegt nicht mehr direkt in eurer Hand. Selbst wenn ihr direkt neben einem Erzbaugebiet Industrieflächen ausweist, kann es passieren, dass sich dort eine Möbelfabrik niederlässt statt eines Stahlwerks und das Erz dann quer durch die Stadt buxiert wird, weil das nächste Stahlwerk ganz woanders eröffnet hat. Dadurch spielt sich Cities Skylines 2 in Sachen Industrie viel indirekter als beispielsweise Workers and Resources, wo wir nicht nur sämtliche Industriegebäude selbst platzieren, sondern sogar die einzelnen Fahrzeuge aus einem großen Fuhrpark wählen dürfen. Wir gehen aber davon aus, dass hier noch ein DLC folgt, der diesen Wirtschaftsbereich ausbaut. So war es schließlich auch beim Vorgänger mit dem Industries DLC von 2018 der Fall.
Die große Ausnahme vom indirekten Bauen sind die 57 Spezialgebäude. Das sind Bauwerke, die ihr einmalig pro Stadt errichtet, zum Beispiel diverse schicke Wolkenkratzer zum Wohnen, schicke Apartmenthäuser, ein schmuckes gläsernes automatisches Parkhaus oder eine imposante Hightech-Fabrik. Diese Sonderbauten schaltet ihr entweder im Spielverlauf frei, indem ihr Vorgaben à la errichtet 1000 Wohnhäuser erfüllt. Oder ihr startet eine Partie mit komplett freigeschalteten Spezialgebäuden, dadurch verliert ihr aber einen starken Motivationsfaktor, weshalb wir davon abraten. Die Spezialbauten sind auch nicht so overpowered wie die Monumente des Vorgängerspiels, in dem zum Beispiel das Kernfusionskraftwerk mit einem Schlag eure gesamte Stadt mit Strom versorgt hat, sodass alle bisherigen Kraftwerke überflüssig wurden. Das hat sich ja schon fast wie Cheaten angefühlt. Stattdessen nehmen wir jetzt in Skylines 2 ganz ohne schlechtes Gewissen harmlosere Spezialgebäude mit, zum Beispiel +3 Wohlfühlfaktor in 2 Kilometer Umkreis. Die Spezialgebäude übertünchen allerdings eine ziemlich große Baulücke. Skylines 2 hat schlicht keine richtigen Monumentalbauten, auf die wir hinarbeiten, für die wir besondere Aufgaben lösen oder zumindest Rohstoffmängeln rankarren müssen. Also kein Riesenstadion, keine Kathedrale, kein Überrasch-mich-Monument, das uns wie eine Riesenkarotte vor der Nase baumelt. Hinzu kommt, dass Cities Skylines 2 wenig Neues bietet, sobald ihr mit euren Erfahrungspunkten Milestone 10 geschafft habt. Bis dahin kommen mit jedem erreichten Meilenstein neue Elemente dazu. Zum Beispiel Briefkästen, Gemüseanbau, Bürogebäude oder Funkmasten für die Handy-Netzwerkabdeckung, die eure Bewohner vehement fordern. Weil ihr Erfahrungspunkte schon durch simples Bauen und winziges Bevölkerungswachstum kassiert, marschiert ihr recht zügig durch die Milestones. Je nach eurer Spielweise habt ihr deshalb nach rund 6 bis 8 Stunden Milestone 10 erreicht und dann prinzipiell alle Elemente von Cities Skylines 2 gesehen. Denn ab Stufe 11 gibt es nur noch Credits, Entwicklungspunkte für die Forschung, Erweiterungspunkte zum Kauf weiterer Kartenabschnitte und ein höheres Darlehenslimit. Aber eben nichts Greifbares Neues mehr. Das heißt, ab dann wiederholen sich die Abläufe. Wo ein Anno 1800 mit der Entdeckung der Karibik sowie Eisenbahnen und Elektrizität das Midgame komplett umkrempelt und ein Workers and Resources am laufenden Band spürbar bessere Fahrzeuge anbietet, gibt's bei Skylines 2 lediglich mehr vom Gleichen. Wer hier langfristig motiviert bleiben möchte, muss sich deshalb eigene Ziele setzen können. 1 Million Einwohner knacken, die kohlereiche Insel endlich plündern oder den Flughafen bauen. Skylines 2 ist wie eine Modellbahn, die nie richtig fertig wird, und das meinen wir durchaus positiv, denn es gibt immer was zu optimieren, zu erweitern oder umzubauen. Für die Schönbauer-Fraktion unter euch ist das Angebot allerdings übersichtlich. Es gibt zwar vorgefertigte Parks und eine Handvoll touristischer Attraktionen wie einen Wasserpark oder eine turmhohe Bronzestatue, aber nur wenige kleine Schmuckelemente, ein paar verschiedene Bäume und Büsche, Ende Gelände. Dafür habt ihr mit den vielen möglichen Straßenverläufen und dem Terraforming-Tool praktische Werkzeuge, um auch hügelige und kurvige, statt nur effiziente, blockige Stadtteile hochzuziehen. Oder einfach mal ein Naherholungsgebiet aus dem Boden zu ziehen. Und weil die Wohngebäude, wie gesagt, vielfältiger sind, könnt ihr eure Wohnzonen so staffeln, dass Einfamilienhäuser am Stadtrand und immer höhere Gebäude zum Stadtzentrum hin ein natürliches Gesamtbild ergeben. Ebenso überraschend wie enttäuschend ist allerdings, dass in Cities Skylines 2 jenseits der Straßen und Schienen weniger los ist als noch im Vorgänger. Wenn zum Beispiel ein Wohnhaus brennt, rückt die Feuerwehr mit Fahrzeugen aus, hält mit Blaulicht vor dem flammenden Inferno und tut nichts mehr. Das Löschfahrzeug bleibt einfach stehen, niemand steigt aus, irgendwann ist das Feuer halt gelöscht, das Fahrzeug kehrt zur Wache zurück. Das war beim ersten Cities Skylines deutlich mehr animiert, da haben die Feuerwehrleute sichtbar mit Schläuchen gelöscht. Dasselbe gilt für Krankenwagen, Polizei, Leichenwagen. Die fahren jetzt zu Kranken, Tatorten und Todesfällen, halten kurz, beamen ihre Patienten, Verbrecher, Leichen scheinbar an Bord und fahren zurück zum Krankenhaus, zur Wache oder zum Krematorium bzw. Friedhof. Selbst große Anlagen wie Sportstadien, Parks oder die diversen Universitäten bleiben menschenleer. Auf Schulhöfen spielen die Kinder, selbst auf den Balkons der Spezialwohngebäude stehen zwar Blumenpötte rum, aber keine Bewohner. Kurzum, die Stärke des Spiels, die kleine optischen Verkehrssimulation, verpasst aber viele atmosphärische Chancen um die Straßen herum. Wie gut ihr euren Job als Bürgermeisterin oder Bürgermeister hinkriegt, bekommt ihr auf mehreren Feedback-Wegen mitgeteilt. Umfangreiche Statistiken und Overlays zeigen gut die Gesamtsituation. In welchen Wohngebieten ist der Schulweg zu weit? Wo ist Wasser oder Strom knapp? Wie sieht's mit der Kriminalitätsrate aus? Wenn es mal irgendwo richtig knirscht, ploppen in der Spielwelt Icons auf. Ein Tropfensymbol warnt zum Beispiel vor Wasserproblemen in einer Hausreihe.
Das hilft enorm, um lokale Probleme gleich zu lösen. Das zweite Feedback kommt wie beim Vorgänger per Chirper rein, dem Skylines Twitter. Mit ihren Chirps, Textmeldungen, jubeln oder schimpfen einzelne Bewohner oder Firmen. Das Wetter ist doof, wo bleibt denn der Krankenwagen und hey, wir haben gerade Wasserüberschuss exportiert. Allerdings ist es wie im echten Leben. Nicht alle Chirps geben die Situation korrekt wieder. Bei uns kamen zum Beispiel öfter Meldungen der besorgten Bürgerin Jennifer Hauser, die über zu viele Krankheitsfälle meckert. Doch als wir das Gesundheitsoverlay checken, sind 95% der Stadt im grünen Gesundheitsbereich, inklusive Jennifers Wohngegend. Wollte sich Jenny etwa nur wichtig machen? Als drittes Feedback gibt's die englischen Radiosendungen mit Moderatoren und Experten. Die kurzen Gespräche über Wohnungsengpässe und so weiter wiederholen sich allerdings schnell und sind genauso schnell nervig und Holzhammer-Humor witzig. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Consider installing a low-flush toilet, cut back on watering the lawn, and shower with a friend whenever possible. This has been a local public service announcement. Zum Glück ertönen sie nicht oft und sind abschaltbar. Genießt lieber die Musik, die ist nämlich klasse. Auch die Stadtverordnungen aus dem Vorgänger gibt's wieder, die heißen jetzt Bestimmungen. Dieses System ist gut ausgebaut, denn damit könnt ihr eure gesamte Stadt oder einzelne Bezirke besser feintunen. Zum Beispiel einen Bezirksrahmen um ein Wohnviertel ziehen und hier lokale Bestimmungen festlegen. Lastwagenverbot, Parkgebühren, Mülltrennungspflicht und so weiter. Wenn ihr gerne an solchen Stellschrauben dreht, könnt ihr euch hier prima austoben, müsst aber aufpassen. Denn gut gemeinte Bestimmungen kommen gern mal mit unerwünschten Nebenwirkungen. Die ausgesperrten Lastwagen müssen ja irgendwo langfahren und verstopfen dann andere Straßen. Das Müllrecyceln nervt die Bewohner, weil es ihre Freizeit verkürzt. Und ein stadtweites Aufheben des Tempolimits für Schnellstraßen lässt zwar den Verkehr fluffiger fließen, verursacht aber mehr Krach und Unfälle. Grafisch punktet City Skylines 2 vor allem mit dem pulsierenden Verkehr, sehr hohen Sichtweiten und stufenlosen Zooms weit raus und ran ans Geschehen. Die Fahrzeuge legen sich auch etwas übertrieben in Kurven rein. Wir hatten schon Sorge, dass sie von der Straße fliegen, ganz besonders in den Kreisverkehren. Yay! Tagsüber spiegelt sich die Sonne auf Glasflächen und wenn ihr den Tag-Nacht-Wechsel aktiviert habt, sind die Sonnenauf- und Untergänge wie in vielen Genre-Kollegen hübsch anzusehen. Abends gehen die Lichter der Stadt an, dann leuchten auch Scheinwerfer und Werbetafel. Neben den angesprochenen Performance-Problemen gibt es aber einen weiteren Dämpfer, nämlich für die Modder-Szene. Zum einen wird der angekündigte Ingame-Editor erst nach Release verfügbar sein. Wir konnten zum Beispiel keine Hate-Maps importieren, da die Funktion noch deaktiviert war. Zum anderen unterstützt City Skylines 2 den Steam-Workshop nicht mehr. Stattdessen setzt Paradox ausschließlich auf den hauseigenen Mod-Launcher. Der unterstützt zwar auch die geplanten Konsolenversionen, ist aber umständlicher zu nutzen als Steams weit verbreiteter Workshop. Der abgespeckte Mod-Support dürfte durchaus Kalkül haben. Schon über die nächsten Monate, bis Juni 2024, sollen nämlich 8 überwiegend kostenpflichtige DLCs erscheinen, die zum Beispiel die Strände verschönern oder schickere Brücken und Häfen mitbringen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Entwickler Colossal Order und Publisher Paradox müssen erstmal die Performance dringend in den Griff bekommen. Doch auch ohne diese Probleme schneidet Skylines 2 etwas schlechter ab als der eigene Vorgänger von 2015. Denn der neue Teil ist zwar beim Straßenbau, der Zugänglichkeit und der Verkehrssimulation besser. Der Aufbau komplexer ÖPNV-Systeme klappt sehr gut, das Ersetzen-Tool etwa ist perfekt für das Verlegen von Straßenbahngleisen. Auch Eisenbahn- und U-Bahn-Linien lassen sich so zügig bauen. Oh, habe ich eigentlich schon die Kreisverkehre erwähnt? Yay! Aber in anderen wichtigen Disziplinen wie Animationen und lebendiger Spielwelt jenseits der Straßen verpasst Skylines 2 Chancen, seinen Vorgänger zu überholen oder zumindest dasselbe zu bieten. Denn Sportstadien, die sich im Vorgänger noch gefüllt haben, bleiben jetzt menschenleer. Auf Schulhöfen oder in Parks ist nie was los. Auch andere Elemente sind noch unrund, etwa die früher zuverlässigeren Chirper-Meldungen und die teils unübersichtliche Buslinienplanung, wenn sich an einer Haltestelle mehrere Linien kreuzen. Die 10 vorgefertigten Maps sind zwar richtig schön groß, aber ein zusätzlicher Kartengenerator wäre noch besser gewesen. Unterm Strich ist City Skylines 2 auf jeden Fall ein sehr spannendes Gerüst, um sich mit Mods und DLCs langfristig zu einem tollen Nachfolger zu entwickeln. Denn schließlich ist Städtebau kein Sprint, sondern ein Marathon.
Aktuell geht dem Großprojekt aber noch ganz schön schnell die Puste aus. Und wenn ihr euch nicht mit eigenen Zielen motiviert, lässt euch das Spiel auch ziemlich schnell im Regen stehen. Das machen andere Aufbauspiele derzeit deutlich besser. Über einzelne Szenarios oder eine kleine Kampagne zum Spielstart hätten sich bestimmt auch viele Spieler gefreut, selbst wenn auf Dauer eher der Endlosmodus lockt. Immerhin gibt's gute Tooltips und Tutorials, die vor allem Genre-Neulingen den Einstieg erleichtern. Und anders als beim Vorgänger sind diesmal beispielsweise die Jahreszeiten leicht dabei, im Winter gibt's dann mehr Unfälle und der Energieverbrauch steigt. Trotzdem ist Cities Skylines 2 in der Release-Version eher ein Grundstein statt ein Monumentalbau. In ein paar Monaten wird das Spiel aber wahrscheinlich schon ganz anders aussehen und in ein paar Jahren erst recht, zumindest wenn man nochmal etliche Euros für DLC-Erweiterungen ausgibt.